Big Brother is watching you. Der Name des großen Bruders, NSA, Geheimdienst der USA. Was dessen Mitarbeiter Edward Snowden nun auspackte, hätte wohl selbst Orwell zum Staunen gebracht. Ich an meinem Arbeitsplatz hatte die Fähigkeit, jeden anzuzapfen. Sie, ihren Steuerberater, einen Bundesrichter und sogar den Präsidenten, wenn ich seine persönliche E-Mail hätte. Hirngespinste? Keineswegs, sagt auch ein deutscher Experte. Das alles ist technisch möglich und plausibel. Theoretisch kann natürlich jeder vom US-Geheimdienst ausspioniert werden. Das ist eine sehr starke Behörde. Da gibt es über 5000 Hacker, die da arbeiten. Die haben auch sehr gute Experten. Tatsächlich einige der bestbezahlten Leute der Welt arbeiten da in diesem Bereich. Und wir können davon ausgehen, dass die überall reinkommen, wo sie rein wollen. Was das bedeutet? Edward Snowden schildert ihnen den Albtraum, der für jeden Realität werden kann. Du musst nichts Falsches gemacht haben, sondern einfach nur zufällig unter Verdacht geraten, weil du einen falschen Anruf entgegennimmst. Und dann nutzen sie das System, gehen in deine Vergangenheit, überprüfen all deine Entscheidungen, jeden Freund, mit dem du etwas diskutiert hast. Und auf dieser Grundlage greifen sie dich dann an. Politische Schutzmaßnahmen, nur begrenzt möglich. Persönliche Schutzmaßnahmen durch ständig verschlüsseltes Arbeiten, mühsam. Wer seine Daten hergibt, tue das. Ohne Illusion. Der schöne, ideale Datenschutz, den wir mal als Vorstellung hatten und den wir auch in der informationellen Selbstbestimmung so festgesetzt haben, den gibt es nicht mehr. Das lässt sich technisch nicht mehr herstellen. Da kann man sich selbst entziehen, indem man sich den digitalen Kommunikationen, soweit es geht, entzieht. Aber das geht natürlich auch alleine, wenn man berufstätig ist, nur noch in einem geringen Rahmen. Man kann darauf setzen, dass sich ein deutscher Geheimdienst mehr an Gesetze hält. Man kann darauf setzen, dass der amerikanische einem Durchschnittsdeutschen nur bedingt gefährlich wird. Aber auf Schutz vor ihm kann man nicht mehr setzen. Wenn sie dich kriegen wollen, kriegen sie dich. Sich gegen die NSA zu schützen, wenn die wirklich dezidiert hinter einem her ist, ist sehr schwierig. Und ist das nicht alles schon mehr Big Brother, als sich Orwell je erträumt hat? Die Spionage ist eines der ältesten Gewerbe der Welt. Schon vor mehr als 2500 Jahren versuchten die Herrschenden in Erfahrung zu bringen, was mögliche Staatsfeinde im In- und Ausland im Schilde führten. Also schon wer im Altertum als Despot auf sich hielt, beschäftigte ein Heer von Spitzeln, die weit mehr verrieten als militärische Geheimnisse. Sie erinnern sich sicher auch noch an die Geschichte mit dem trojanischen Pferd, vielleicht auch an Mata Hari, die schöne Tänzerin und wohl berühmteste Spionin, hingerichtet 1917 nahe Paris, an Günter Guillaume, über den Willy Brandt stürzte. Heute geht Spionage anders. Sie spielt sich im weltweiten Datennetz ab. Und ausgespäht wird alles. Jüngstes Beispiel: die Spähprogramme des größten und finanziell am besten ausgestatteten amerikanischen Militärnachrichtendienstes National Security Agency, NSA. Big Brother im Netz. Da wollen wir uns einklicken. Ich begrüße Rena Tangens, Datenschutzaktivistin. Sie stehen unter anderem für Digital Courage, eine Gruppe, die 1987 gegründet wurde und sich den Bürgerrechten und dem Datenschutz verpflichtet fühlt. Und ich begrüße bei uns im Studio Erich Schmidt-Einbohm, Publizist, Geheimdienstexperte und Direktor des Forschungsinstitutes für Friedenspolitik im oberbayerischen Weilheim. Herzlich willkommen. Vielleicht zunächst einmal Ihre Standortbestimmung. Lehnen Sie Überwachung der digitalen Netze insgesamt ab, Frau Tangens? Ja, wir lehnen Überwachung ab. Wir lehnen nicht Fahndung ab, also gezieltes Ermitteln gegen Personen, die kriminelle Handlungen vorhaben oder tun. Aber das kann nicht dazu führen, dass man alle für verdächtig hält von vornherein und die gesamte Bevölkerung überwacht. Und das ist die Tendenz, die wir im Moment beobachten können. Also Eingriff in die Datennetze erst, wenn ich weiß, das ist ein Krimineller. Wenn ermittelt wird, ja. Wenn es eine Situation gibt, in der man darauf schließen kann, dass dort ein Krimineller gerade etwas plant. Aber es kann nicht sein, dass über 80 Millionen Bürgerinnen und Bürger in Deutschland überwacht werden, weil man eine abstrakte Gefahr wie es könnten Schläfer da sein, die sich ganz unauffällig verhalten, aber tatsächlich Terroristen sind, irgendwo befinden könnten. Das Vorbeugen ist besser als heilen. Es gibt dieses Spruch in der Gesellschaft. Ja, aber Sie kennen das auch mit den Medikamentennebenwirkungen, die sehr viel mehr Krankheiten hervorrufen als die eigentlichen Krankheiten. Insofern würde ich davor warnen, diese Medizin zu verabreichen. Ist das Datennetz für Prophylaxe geeignet?
Nein, ermitteln ist eine polizeiliche Aufgabe. Nachrichtendienste haben den Auftrag, Vorfeldaufklärung zu betreiben. Und dann müssen sie durch die gesamten Datenströme, müssen bestimmte sensible Daten, Kommunikationsverbindungen und dergleichen analysieren. Nur, sie müssen zum Schutz der Bürgerrechte dabei unter immens starker politischer und administrativer Kontrolle stehen. Das tun sie in der Bundesrepublik Deutschland weitestgehend. Und das ist in den Vereinigten Staaten überhaupt gar nicht gewährleistet. Völkerrechtlich haben wir ja ohnehin die üble Situation, dass jede Spionage gegenüber Ausländern völkerrechtlich legitim ist. Und die Amerikaner betreiben das in einem unverantwortlich großen Umfang. Hat das auch was mit der Mentalität der Menschen zu tun? Im Umfeld des Obama-Besuches habe ich einen Amerikaner gehört, der gesagt hat, ihr Deutschen fokussiert euch mehr auf den Datenschutz, wir mehr auf die Sicherheit. Bei der NSA gibt es sicherlich ein Trauma, weil man die Terroranschläge 9/11 nicht erkannt hat, obwohl entsprechende Daten durchaus zugrunde lagen. Die sind zu spät ausgewertet, zu spät übersetzt worden, schlecht zusammengeführt. Und natürlich versucht ein Dienstboden wieder gut zu machen, indem er die Auswertemechanismen optimiert. Wir erleben ja, dass nach der Jahrtausendwende die NSA gigantisch aufgebläht wurde. 2001 hatten wir da 42.000 Mitarbeiter, heute sind es über 60.000. Der Etat ist gestiegen von 4 Milliarden auf 10 Milliarden Dollar. Ableger in Deutschland. Ja, und das wäre alles nicht möglich gewesen ohne das Trauma von 9/11. Wir erleben dann, dass auch solche Entwicklungen wie die arabische Revolution trotz dieses gigantischen Aufwandes nicht erkannt werden, weil man offensichtlich mit den vielen Daten, die man gewinnt, und das Twittern in Kairo, die Kommunikationswege in Libyen und dergleichen, nicht in der Lage ist, daraus vernünftige Regierungsberatung zu bewerkstelligen. Es ist natürlich so, dass die Kontrolle, die politische Kontrolle eine entscheidende Rolle spielt. Sie haben es angesprochen. Dem kann man entgehen, indem man zum Beispiel zivile Firmen beauftragt, die dieser politischen Kontrolle nicht unterliegen. Und da gab es den Herrn Assange, der sich nach wie vor in der ecuadorianischen Botschaft in London aufhält, weil er der Gefahr unterliegt, ausgeliefert zu werden. Der hat eine private Firma einmal öffentlich gemacht. Sie erklären die Welt. So inszeniert sich Stratfor, ein privater Informationsdienst. Geopolitische Analysen sind das Geschäft der US-Firma. Ob Newsletter oder maßgeschneiderte Berichte für Weltkonzerne, Stratfor präsentiert sich wie ein Medienunternehmen, das mehr liefert als andere Medien, so der Chef in einem Werbevideo. Eine Zeitung soll erklären, wer, was, wo, wann und wie. Das gilt auch für eine Intelligence-Organisation. Wichtiger ist aber, dass sie erklärt, warum etwas passiert ist und was als nächstes passiert. Das ist genau der Unterschied zwischen Stratfor und einer journalistischen Organisation. Ein umstrittener Hack auf die Server der Firma, angeblich durch Anonymous-Aktivisten. Der Angriff lenkt Ende Dezember weltweit die Aufmerksamkeit auf Stratfor. WikiLeaks hat angefangen, Auszüge aus über 5 Millionen internen Stratfor-E-Mails zu veröffentlichen. Sie geben Einblick in eine sonst verschlossene Branche und deren Methoden. Die Industrie privater Nachrichtendienste ist eine Verlängerung der staatlichen Nachrichtendienste, hat aber keine Kontrollmechanismen. Darum passieren hier die schmutzigsten Dinge. Für ihre Analysen sammeln Stratfor-Mitarbeiter Informationen weltweit. Dabei verwendet die Firma nach eigener Aussage offen zugängliche Quellen. Doch interne Mails, die der NDR in Kooperation mit WikiLeaks zeigt, legen nahe, dass Stratfor auch verdeckt operiert. Das heißt, die Mitarbeiter geben sich ihrem Gegenüber nicht immer zu erkennen. Laut einer internen E-Mail schreibt der Chef von Stratfor selbst: Wir machen es, wie es uns passt. Die Quelle wird möglicherweise nie erfahren, dass sie eine Quelle war. Das ist die Definition von geheim. Ein privates Unternehmen, das im Geheimen operiert. Für Experten hochproblematisch. Das ist ganz klar eine Art von Spionage. Die Liste der Stratfor-Quellen in Pakistan liest sich für mich wie ein Who is Who, wie ein Handbuch von einem CIA-Büro in diesem Land. Hunderte Quellen weltweit führt Stratfor in Listen. Vom Chauffeur über den Sternegeneral bis hin zu Regierungsmitgliedern. Und glaubt man den E-Mails,
weiß Stratfor viel. Drei Beispiele. Minutenprotokolle eines Hubschraubereinsatzes liefert eine Quelle aus einem Armeehauptquartier in Pakistan. 26 Luftartilleriegeschosse, abgefeuert durch unsere Truppen gegen Helikopter. Kampfhandlungen von beiden Seiten dauerten mit Unterbrechungen 2 Stunden 15. Details zu einer angeblichen Erkrankung des türkischen Premierministers Erdogan von einer Quelle aus dem Regierungsberaterkreis. Und Stratfor erfährt aus einer mexikanischen Militärquelle auch interner zu brisanten Drohnengeschäften. Es gibt in diesem Bereich keinerlei Kontrollen. Staatliche Geheimdienste werden zumindest etwas kontrolliert. Im Fall einer amerikanischen Geheimoperation muss der Geheimdienst zum Beispiel den Kongress unterrichten. Stratfor, ein privater Dienst außer Kontrolle? Wenig zimperlich geht Stratfor offenbar bei der Beschaffung seiner Informationen vor. Laut einer Mail des Stratfor-Chefs an eine Mitarbeiterin empfiehlt er: Wenn Sie vermuten, dass diese Quelle wertvoll ist, dann müssen Sie Kontrolle über sie erlangen. Finanzielle, sexuelle oder psychologische Kontrolle. Das sind beängstigende Methoden, auch für Kontrolleure deutscher Geheimdienste. Es sind auch die Art der Information und das Eindringen in die Privatsphäre von Bürgerinnen und Bürgern, das gleich ist oder gleichzusetzen ist mit dem, was Geheimdienste machen, was geheimdienstliche Agenten so treiben. Zu den Vorwürfen von Stratfor kein Interview. In einem öffentlichen Videostatement beteuert Unternehmenschef Friedman: Wie wir schon zuvor gesagt haben, Stratfor hat daran gearbeitet, gute Quellen in vielen Ländern weltweit aufzubauen, wie es jeder Herausgeber geopolitischer Analysen tun würde. Wir sind den höchsten professionellen und ethischen Standards verpflichtet. Stratfor, ein seriöser Informationsdienst? Die internen E-Mails zeigen ein anderes Bild. Der Druck auf Stratfor wächst, zumal WikiLeaks weitere Veröffentlichungen angekündigt hat. Ja, der Film ist, das müssen wir noch dazu sagen, entstanden im Februar 2012. Da war Assange noch auf freiem Fuß, deshalb konnte er da so frei auftreten. Frau Tangens, stimmen Sie dem zu, dass in der Bundesrepublik die politische Kontrolle in Klammern einigermaßen funktioniert? Ich hoffe das. Ich kann das nicht kontrollieren. Und bei Geheimdiensten ist es in der Tat so, dass die Bürgerinnen und Bürger wenig darüber erfahren, weil sie im Geheimen operieren. Und deswegen müssen wir eigentlich auch das Schlimmste annehmen, was sie tun. Und das heißt, man muss sich immer der Sache stellen, dass dort einige Sachen laufen, von denen wir nie was erfahren und die sich möglicherweise auch gegen uns richten. Noch wesentlich unkontrollierter sind natürlich solche Firmen, die sich in den Dienst der Geheimdienste stellen. Das ist richtig. Kann man dagegen was tun? Außer dem bürgerschaftlichen Protest. Ich glaube, wir können immerhin an der Stelle etwas tun, wo wir unser eigenes Kommunikationsverhalten entsprechend ausrichten. Also wenn wir zum Beispiel uns in Facebook bewegen, dann ist völlig egal, wie wir unsere Privatsphäre-Einstellungen dort machen, was ja gemeinhin so als Medienkompetenz einem verkauft wird. Denn alles, was ich da eintrage, egal wie ich es abgesichert habe, wird von Facebook natürlich gelesen. Und nach den letzten Veröffentlichungen können wir sicher sein, dass an diese Informationen eben auch entsprechende Geheimdienste herankommen. Die großen Firmen geben ja zu, wie oft sie angefragt worden sind, um Daten herauszugeben. Herr Schmidt-Inbohm, die Datensammlung als solche, ist die nicht notwendig für einen Staat, sich zu schützen auf unsere Verhältnisse, um die Demokratie zu erhalten gegen feindliche Angriffe? Dazu brauchen Sie ein ganz eng zugeschnittenes Bedrohungsprofil. Also wenn die G10-Kommission zum Beispiel die Suchwörter legitimiert, mit denen der Bundesnachrichtendienst das Netz durchforstet, dann sind die parlamentarisch kontrolliert und abgesegnet. Und wenn man dann bestimmte Einzelpersonen observieren will, dann muss auch die G10-Kommission dazutreten. Unter diesen Maßgaben ja. Was die Amerikaner jedoch machen, ist einfach alle Daten abzufischen, abzugreifen. Und was diese privaten Sicherheitsdienste betrifft, ist die Bedrohungslage ja noch ein deutliches Stück größer. Denn da arbeiten überwiegend Menschen, die zuvor in Nachrichtendiensten waren, die ihre Rückbeziehungen haben. Das heißt, wenn die amerikanischen Dienste bei Facebook Informationen einkaufen, dann kann über eine Rückbeziehung
auch eine private Detektei an diese Daten kommen. Wir erleben das sehr intensiv. Und das ist nicht nur ein Fall in den Vereinigten Staaten, sondern auch in der deutschen Großindustrie ist das gang und gäbe, bei der Einstellung von Spitzenmanagern, zumal aus dem Ausland, private Ermittler anzusetzen, die dann über nachrichtendienstliche Rückbezüge die Kandidatinnen und Kandidaten ausforschen. Und eben keinerlei Kontrolle außer der strafrechtlichen des jeweiligen Staates unterliegen. Und das ist genauso gewollt, denn die Amerikaner verlagern das in den rechtsfreien Raum, damit eben keine Regierung dafür verantwortlich gemacht werden kann. In den politisch rechtsfreien Raum. Auch in den rechtlich rechtsfreien Raum. Mhm. Denn immerhin könnte ja noch ein CIA-Mitarbeiter für eine illegale Operation, die Verbrechen begeht im Ausland, bestraft werden. Bei diesen privaten Sicherheitsfirmen, die nehmen sich wiederum Söldner, die sie aus ehemaligen Ostblockstaaten und deren Nachrichtendiensten gewinnen, die lassen die anschließend wieder verschwinden. Das ist alles überhaupt gar nicht mehr rechtlich handhabbar und das ist eine gewollte Grauzone. Entstehen aber nicht solche große Datenmengen, dass die gar nicht mehr handhabbar sind? Doch, die sind handhabbar. Also auch wenn jetzt Geheimdienste hin und wieder mal nicht geschafft haben, die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Aber schauen wir uns alleine Suchmaschine wie Google an. Die findet doch nach wie vor auch bei den großen Datenmengen außerordentlich relevante Treffer. Insofern natürlich können große Datenmengen durchsucht werden. Und es wird im Gegenteil bei, wenn man Big Data Auswertungen macht, je mehr auch aus unterschiedlichen Quellen an Daten man hat, desto wertvoller ist es eigentlich. Sie haben mit Facebook und ähnlichem Google den Bereich angesprochen, den auch der Privatmann nutzt. Um den geht es vielleicht weniger oder ist das eine der Hauptquellen? Der Privatmann oder die Privatfrau ist natürlich nicht die natürliche Zielperson eines Nachrichtendienstes. Da geht es eher für die Nachrichtendienste um quantitative Analysen. Also am aktuellen Beispiel, man will ziemlich genau wissen, was wird in Istanbul gerade getwittert, in welcher Menge, von welchen Orten, wie verbreitet sich das übers Land. Wenn man aus diesen quantitativen Analysen Rückschluss auf den Zustrom zur Bewegung und die Ausbreitung des Protests im Lande erhalten kann. Ich möchte ein Stichwort aufgreifen, das Sie auch gerade genannt hatten, Bundesnachrichtendienst BND, der für uns im Lande hier operiert. Wir haben einen Film vorbereitet, der einmal zeigt, wie die Öffentlichkeit schon in den BND hineinwirkt, und zwar in der Form, in der die Geschichte aufgearbeitet wird. Hinter dieser Tür sollen sie liegen. Tausende von Akten über Beamte und Agenten, über Spionage und Spionageabwehr. Der Bundesnachrichtendienst gibt sich offen, Glasnost in Pullach, aber nur ein ganz klein bisschen. Ein paar Ordner, ein paar Kisten. Ansonsten Leere. Mehr geht die Öffentlichkeit wohl nicht an. Das wirkliche Archiv bleibt den Kameras verschlossen. Für Kameras gern arrangiert wurde dagegen dieser Auftritt. Vier unabhängige Historiker sollen in den nächsten Jahren die BND-Geschichte kritisch untersuchen. Die Verstrickung mit den Tätern des Nazi-Regimes wollen sie erforschen, die Rolle des BND in der Bundesrepublik und in der DDR, den Spionagekrieg, die Beziehungen zur CIA. Die Kommission hat ausnahmslos zu allen Akten, die sie braucht, Zugang. Ausnahmslos. Sie wissen, dass Ihnen wissenschaftliche Schwerstarbeit bevorsteht, denn gerade die Akten aus den Anfängen des Dienstes sind vernichtet, liegen nur auf Mikrofilm vor. Andere Aktenberge sind nicht erschlossen oder ausgewertet. Ob was fehlt, keiner weiß es. Der Bundesnachrichtendienst weiß zum jetzigen Zeitpunkt leider nicht über seine Frühzeit so ausführlich Bescheid, um sagen zu können, wer welcher Mitarbeiter zu welchem Zeitpunkt in welcher Funktion da war und wie letztendlich die Organisationsstruktur zu einem frühen Zeitpunkt ausgesehen hat. So ist bis heute nicht erforscht, wie viele ehemalige Gestapo-Beamte, SS-Männer, NS-Verbrecher hinter den Mauern in München-Pullach ihre Karriere nahtlos fortsetzten. Anfang der 60er Jahre ließ BND-Chef Reinhard Gehlen, ehemaliger Wehrmachtsgeneral, intern ermitteln. Nur die 71 Schlimmsten mussten gehen, Massenmörder und Schreibtischtäter. Damals sollen bis zu 10% der hauptamtlichen BND-Mitarbeiter, so Schätzungen, NS-Schergen gewesen sein. Dazu kommen Nazi-Verbrecher, die dem BND nun als Informanten dienten. An einigen Händen von einigen Mitarbeitern damals klebt Blut und sogar viel Blut. Wir werden das im Einzelnen genau untersuchen. Es gibt auch Leute, die in diesen Einsatzgruppenmorden in der Sowjetunion mit dabei waren.
Andere waren bei der Gestapo in westlichen besetzlichen Ländern. Ich glaube, das werden wir sehr gut aufklären können. Ich hoffe es jedenfalls. Freie Forschung verspricht der Vertrag, den die Historiker mit dem Dienst geschlossen haben. Nur was dann öffentlich werden darf, da hat der BND ein Vetorecht wegen angeblicher Sicherheitsinteressen oder Persönlichkeitsschutz. Die Wissenschaftler machen sich auf einiges gefasst. Wir werden sehen, wenn es zur Publikation kommt, was der BND beanstandet, auch für diesen Konfliktfall, und da wird es Raufereien geben, nehme ich heute schon an, für diesen Konfliktfall ist eine Schiedskommission vorgesehen. So sieht die Transparenz nach BND-Art aus. Seitenweise Schwärzungen, unleserliche Kopien. Das Problem ist, dass letztendlich ein Dienst wie der Bundesnachrichtendienst sich in einem Rechtsstaat auch nach Recht und Gesetz halten muss und das Bundesarchivgesetz ihm Offenlegungspflichten vorschreibt, an die er sich zu halten hat. Wenn er dies nicht tut, ist das ein Problem des Machtgefüges im Rechtsstaat. Nach dem Gesetz muss der BND Akten offenlegen. Dennoch arbeitet der Dienst mit pauschalen Sperrvermerken und das mit Billigung des Bundeskanzleramts. Diese Praxis rügte das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Der BND müsse die Sperrungen gut und konkret begründen. Wenn die Sperrerklärung zu weit geht, dann ist sie rechtswidrig. Das ist genau das, was das Gesetz vorsieht, dass das Gericht die Rechtmäßigkeit einer solchen Sperrerklärung überprüfen kann, damit nicht die Behörde unkontrolliert von sich aus alleine Sperrerklärungen erteilen kann. Deshalb hat das Gericht Kanzleramt und BND auferlegt, Sperrungen zu begründen und dann von unabhängigen Richterkollegen prüfen zu lassen. Die wackeren Historiker werden wohl noch auf manche Mauer stoßen. Mit Abwehr und Desinformation kennt sich der BND aus. Von Berufswegen. Wir haben diesen kleinen Film gezeigt, weil wir zeigen wollen, dass die hohen Mauern von Pulloch Vergangenheit sind und es schon eine Zusammenarbeit von Zivilgesellschaft und Geheimdienst gibt. Wie weit die Historiker dann kommen, ist die andere Frage. Sehen Sie das positiv, dass sich der Geheimdienst wenigstens etwas öffnet und auch Gerichtsverfahren sich unterwerfen muss? Ich denke, dass es noch viel zu wenig ist. An der Stelle müssten die Archive auch für Journalisten geöffnet werden, die schon zum Teil sehr lange an diesen Fällen dran sind. Und das Netzwerk Recherche, eine Journalistenvereinigung, hat gerade deshalb an Innenminister Zimmermann die geschlossene Auster verliehen. Also ein Negativpreis für Verhindern von Informationsfluss. Wie weit würden Sie einem Geheimdienst zubilligen, dass er seine Daten sicher hält? Abgeschlossen hält. Nur tatsächlich insoweit, wenn es Menschen gefährden würde. Also bei den Daten ist das nicht mehr der Fall. Das sind Dinge, die lange in der Geschichte liegen und die müssen offengelegt werden. Sie hatten gerade eine Reaktion gezeigt. Ja, ich hätte eine grundsätzlich andere Lösung favorisiert. Der BND erschließt und sichtet seine Akten, gibt sie ins Bundesarchiv und die ganze Gemeinde der Wissenschaftler stürzt sich dann konkurrierend auf dieses Material. So sieht eigentlich freie Wissenschaft aus. Ich muss Ihnen allerdings ein bisschen widersprechen, was die neue Praxis des Bundesnachrichtendienstes betrifft, weil ich stehe in Kontakt mit sehr, sehr vielen Kollegen, die da Anträge stellen, die in Pullach sind. Meistens sind sie zugleich bei mir, weil das in der Nähe liegt. Und der BND bedient neuerdings Journalisten mit ausgesprochen guten Akten und hat nichts zu verbergen. Und auf der Fahrt hierher habe ich die erste Studie, die aus dieser Historikerkommission entstanden ist in der vorletzten Woche, über die Organisation Gehlen und den Volksaufstand am 17. Juni gelesen. Und all meine Befürchtungen, dass da zu viel Datenschutz betrieben wird, Namen verschleiert und dergleichen, die treffen nicht zu. Es ist eine wunderbare wissenschaftliche Arbeit. Ich würde nur mir wünschen, dass auch andere Akademiker Zugang zu diesem Material haben. Mit dem, was Sie gesagt haben, beschreiben Sie schon den signifikanten Unterschied zwischen einem deutschen Nachrichtendienst und zum Beispiel einem US-amerikanischen. Dort wäre sowas undenkbar, oder? Die Amerikaner sind sehr freizügig mit Akten über NS-Kriegsverbrecher, gerade wo sie in der Organisation Gehlen und im BND gedient haben. Außerordentlich viele Personalakten, 928 an der Zahl sind freigegeben worden, sehr viele Sachakten. Die nehmen nicht die geringste Rücksicht auf deutsche Interessen dabei, während der BND eine Achillesferse hat, nämlich da, wo er über Partnerdienstkooperationen forschen will, dann werden die Partnerdienste überall befragt und die haben häufig nicht das geringste Interesse, dass ihre Frühgeschichte miterforscht wird.
Sehen Sie Unterschiede zwischen deutschen Nachrichtendiensten und den US-amerikanischen? Es gibt ja noch schlimmere oder noch abgeschlossenere, schlimmere war das falsche Wort, wie zum Beispiel den Mossad in Israel. Ich vermute, dass gegenüber deutschen Geheimdiensten wir immer noch mehr Rechte haben als Bürger. Aber wenn wir von der NSA ausgeforscht werden, dann haben wir keine Rechte. Also es gibt keine Rechtsmittel, die wir an der Stelle einlegen können gegen diese Art der Überwachung. Und das ist tatsächlich völkerrechtswidrig, was dort durch die NSA passiert. Das ist ja die Krux. Solche Überwachungsmöglichkeiten enden heutzutage in der globalisierten Datenwelt nicht an nationalen Grenzen. Müsste es seitens der Vereinten Nationen eine übergeordnete Richtlinie geben? Ich denke auf jeden Fall, dass darüber verhandelt werden müsste, denn so passiert das in einem rechtsfreien Raum tatsächlich. Wie gesagt, das widerspricht dem Völkerrecht. Und eigentlich müsste Deutschland mit den USA dort in Verhandlungen treten, damit Ermittlungen zwar stattfinden können, aber diese Art der Staubsauger-Überwachung halt nicht in der Form legitimiert wird. Steht aber nicht in den allgemeinen Geschäftsbedingungen von Facebook, Twitter, Google drin, was mit den Daten geschieht und jeder weiß es? Ja, es steht da so im Allgemeinen, wir könnten man Behörden vielleicht Auskunft geben, möglicherweise. Mhm. Und Google veröffentlicht ja auch Zahlen für gerichtliche Anfragen, die sie bekommen haben. Meine Vermutung ist allerdings, dass es wesentlich höhere Zahlen gibt, bei denen, wo es gar keine gerichtliche Anfrage gibt. Und zwar geht das auf ein US-amerikanisches Gesetz namens FISA, F-I-S-A, also Foreign Intelligence Surveillance Act. Da gibt es eine Ergänzung aus dem Jahr 2008 und die erlaubt auch zum Beispiel in der Cloud alles, was irgendwo ausgelagert ist an Daten, was man heute macht, ohne es überhaupt mitzubekommen, vom Smartphone aus, wenn man Daten abspeichert, ist das oft nicht auf dem eigenen Gerät, sondern irgendwo in der Cloud. Und genau diese Daten können durchsucht werden. Ja, diese Problematik der Daten in der weiten Welt unterwegs haben wir mal zusammengestellt, wie das so funktioniert. Stellen wir uns vor, wir sind in der alten analogen Zeit. Und stellen wir uns vor, es ist legal, dass Polizei oder Staatsanwaltschaft mal eben in einer Wohnung vorbeischauen, weil derjenige, der dort wohnt, verdächtigt wird. Und dann würden sie noch Fotos machen. Oder die vermeintlichen Beweisstücke einfach mitnehmen. Von der Vorstellung in die Realität. Am 21.03. dieses Jahres wurde im Bundestag ein Gesetz beschlossen. Und verglichen mit diesem Gesetz ist das Einsammeln von Beweisstücken in der Wohnung eines Verdächtigen geradezu harmlos. Ich eröffne nun die Aussprache. Es geht um eine Änderung des Telekommunikationsgesetzes und um die Neuregelung der sogenannten Bestandsdatenauskunft. Bestandsdaten sind zum Beispiel Name, Anschrift, Geburtsdatum, Rufnummer und Kontoverbindung einer Person. Das klingt erstmal unproblematisch. Mit dem neuen Gesetz kann der Staat aber auch auf die PIN-Nummer des Handys oder auf Passwörter für Rechner und Mail-Accounts zugreifen. Und damit sind auch das Auslesen von Facebook, Twitter oder Google-Accounts, Daten in der Cloud oder Adresslisten kein Problem mehr. Der gläserne Internetnutzer. Die Behörden brauchen zwar die Zustimmung eines Richters, doch Fachleute kritisieren, dass der sogenannte Richtervorbehalt keinen ausreichenden Schutz darstellt gegen den Zugriff auf die privaten Daten der Bürger. Ja, die Passwörter sind ja der Schlüssel zu unseren privaten E-Mails, aber auch zu privaten Fotos, die wir im Netz hochgeladen haben, zu unseren Videos, zu unseren persönlichen Daten, Briefen zum Beispiel. Aus meiner Sicht müssen sich die Ermittlungsbehörden darauf beschränken, von den Anbietern Unterlagen herauszuverlangen und dürfen nicht selbst Zugriff erhalten auf die entsprechenden Konten. Doch es sind nicht nur die Passwörter, die der Staat haben will. Es sind auch die IP-Adressen, die Auskunft darüber geben, welche Seiten im Internet eine bestimmte Person aufgerufen hat. Grund für eine solche Abfrage kann bereits eine Ordnungswidrigkeit sein, zum Beispiel Schwarzfahren. Die Datenabfrage soll übrigens über eine automatisierte Schnittstelle erfolgen. Die könnte in etwa so aussehen. Ein Klick genügt. Einfacher geht es nicht mehr. Es geht darum, dass der Staat unter sehr geringen Voraussetzungen auf unsere Internetnutzung
zugreifen will. Und gerade die Internetkennung, die IP-Adresse, ist der Schlüssel zu unserem Internetnutzungsverhalten. Was haben wir gelesen? Was haben wir geschrieben im Internet? Kann anhand dieser Kennung nachvollzogen werden. Und nach diesem Gesetz soll das schon möglich sein zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, zur Verfolgung von Bagatelldelikten, durch Nachrichtendienste völlig ohne Tatverdacht, alles ohne richterliche Anordnung. Und das, fürchte ich, würde das Netz zu einem Überwachungsnetz machen. Wir wollten wissen, was das Bundesinnenministerium dazu sagt. Doch dort reagierte man nicht auf unsere Interviewanfrage. Ebenso wenig wie das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz. Vom rheinland-pfälzischen Innenministerium gab es wenigstens eine Absage. Patrick Bayer hat bereits erfolgreich gegen die Vorratsdatenspeicherung geklagt. Er wird auch gegen dieses Gesetz klagen. Vielen Bürgern dürfte nicht klar sein, dass dieses Gesetz elementare Grundrechte verletzt. Es geht wirklich um Meinungsfreiheit, frei im Internet zum Beispiel seine Meinung sagen zu dürfen, ohne Angst haben zu müssen, dafür sofort zur Verantwortung gezogen zu werden. Es geht um Informationsfreiheit, frei im Internet recherchieren und suchen zu dürfen, ohne dass man in den Verdacht gerät, wenn man sich für etwas Problematisches interessiert, selbst daran beteiligt zu sein und ins Visier der Behörden zu geraten. Es geht um das Fernmeldegeheimnis, wirklich vertraulich miteinander kommunizieren zu können, ohne befürchten zu müssen, da liest oder hört jemand mit, da guckt jemand in mein E-Mail-Postfach rein. Ist die Informationsfreiheit wirklich gefährdet im Datennetz? Nachhaltig, durch die Nachrichtendienste. Durch diese Art des Zugriffs allemal, weil der unverhältnismäßig ist. Und ich denke nicht, dass der Bundesverfassungsgericht Bestand haben kann. Denn das Vermeldegeheimnis, das Postgeheimnis, das klassische, wird vollkommen ausgehöhlt in Bagatellfällen. Das heißt, häufig auch auf bloßen Verdacht hin. Und wie leicht Nachrichtendienste einen Verdacht konstruieren können, wissen wir aus vielen Operationen. Aber vielleicht muss es eine neue Gesetzgebung geben. Den Brief kann ich zukleben, da steht mein Gedanke drin. Wenn ich im Internet schreibe, weiß ich, dass ich ihn öffentlich... Eine Briefaufklärung der Nachrichtendienste, ja. Das heißt, Sie haben den Brief zwar zugeklebt, ja. Aber beim Empfänger im Briefkasten wurde mit der Pinzette rausgefischt, aufgelötet, kopiert und wieder eingeworfen. Also dass Nachrichtendienste sich an das Post- und Vermeldegeheimnis durchgängig gehalten haben, das hatten wir noch nie. Und da hilft dann wahrscheinlich auch kein Grundsatzurteil eines Gerichtes. Denn wenn Nachrichtendienste Daten beschaffen wollen, beschaffen sie sie. Vielfach sind es einzelne Mitarbeiter, die übers Ziel hinausschießen. Und ich denke, je mehr die Innenminister meinen, sie müssen die Zugriffsrechte der Nachrichtendienste erweitern, dann müssen sie auch auf der anderen Seite die Strafvorschriften für Mitarbeiter von Geheimdienstbehörden, die da über die Grenze dringen, nachhaltig verschärfen. Unter 5 Jahre Haft für einen illegalen nachrichtendienstlichen Akt darf es nicht geben, weil nur das Nachrichtendienste, wenn sie dann persönlich belangt werden, davon abbringen könnte, ihre Zugriffsmöglichkeiten auch zu missbrauchen. Sehen Sie da den politischen Willen, zu solchen Regelungen zu kommen? Ohnehin nie, weil wir haben ja viele Fälle gehabt, wo Nachrichtendienste erkanntermaßen illegale Operationen angeordnet haben. Meine Observation, Kostenpunkt um 150.000 D-Mark. Ja, ist, Sie sind mal vom BND ja, überwacht. Ist als illegal worden, ja. Erklärt worden, normalerweise, und der Rechnungshof hatte da auch entsprechende Andeutungen gemacht, hätte man die BND-Beamten, die diesen rechtswidrigen Akt angeordnet haben, an der Pension packen müssen mit 150.000 D-Mark. Nur das setzt Zeichen und verhindert, dass Nachrichtendienstler über die Gesetze springen oder unter den Hürden durchkriechen, wenn sie es für geboten halten. Frau Tangens, vielleicht noch einen anderen Themenkomplex, der bei Bestandsdaten und Vorratsdatenspeicherung auch immer wieder eine Rolle spielt. Solche Daten werden auch ganz schlicht verkauft zur weiteren Nutzung. Klar, also alles, was man dazu Geld machen kann, wird natürlich gemacht. Das ist eine weitere Gefahr und ich finde es problematisch, dass an der Stelle oft von der Politik argumentiert wird, das ist doch gar nicht so schlimm, die Daten hat doch gar nicht der Staat, ne? Wir haben die gar nicht, die liegen ja nur bei den Providern und so, als ob sie dort sicher wären. Und das ist aber gerade mal nicht der Fall, denn dort können Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens halt ebenso wie private Detekteien, die dort ihre Kontakte haben, natürlich an die Daten herankommen. Deshalb sind wir von vornherein gegen die Speicherung an dieser Stelle. Deswegen haben wir auch die Verfassungsbeschwerde gegen die Vorratsdatenspeicherung gemacht, die ungefähr 35.000 Menschen als Mitkläger mit unterstützt haben. Daran sehen wir auch, wie die Meinung in der Bevölkerung in Deutschland dazu ist.
Gut, nun bin ich in Mathematik zu schlecht, um schnell nachzurechnen, wie viel Prozent 35.000 von 80 Millionen sind. Aber gut, das sind in der Tat. Eine Verfassungsbeschwerde zu machen, ja, ist ein bisschen mehr als ein Klick im Internet. Da muss man tatsächlich schriftlich seine Unterschrift unter eine Vollmacht für einen Anwalt geben. Das ist richtig, ja. Daten sind nicht nur etwas, was die Geheimdienste interessiert, sondern Daten und die Software, um zu Daten zu kommen. Das ist auch ein ganz großes Geschäft, zum Beispiel bei Entwicklerfirmen. Und da geht es manchmal darum, dass man mittels Software schnüffelt und damit auch ein großes Geschäft machen kann. Andy Müller-Magun vom Chaos Computer Club sammelt im Wiki Bugged Planet Informationen über internationale Käufer und Verkäufer von Überwachungstechnik. So entsteht ein Atlas der Zensur und der Internetkontrolle. Herstellerland ist immer wieder Deutschland. Die Kunden sitzen oft dort, wo es mit Demokratie und Menschenrechten nicht weit her ist. Etwa am Nahen Osten. Das ist ein wichtiger Exportraum, da gibt es sogar Wirtschaftsförderungsmaßnahmen, da werden Delegationsreisen veranstaltet und so fort. Und es gibt also ein, wie soll ich sagen, ein Hand-in-Hand-Interesse der deutschen Regierung, deutschen auch Überwachungsunternehmen zu helfen, dort ihre Kundschaft zu finden. 5 Unternehmen listet Reporter ohne Grenzen in diesem Jahr als sogenannte Feinde des Internets. Gleich 2 davon sind deutsch. Die Firma Gamma, die stellt eine Software her, die auf Geräte eingeschleust werden kann und die sehr mächtig ist. Die kann zum Beispiel E-Mails mitschneiden, SMS, unter Umständen sogar Skype-Gespräche. Und dadurch kann natürlich jemand praktisch in seiner kompletten Kommunikation überwacht werden. Bei der Firma Trovicor ist es so, dass die sogenannte Monitoring Centers baut. Das ist eine Technologie, die wird in Netzwerkknoten eingebaut und mit dieser Technologie kann dann überwacht werden, welche Art von Kommunikation dort betrieben wird. Trovicor oder ihre Vorgängerfirma lieferte diese Technik offenbar an Bahrain. Folteropfer sollen mit derart abgefangenen E-Mails, Textnachrichten und Telefonmitschnitten konfrontiert worden sein, sagt Reporter ohne Grenzen. Auch Iran und Syrien seien beliefert worden. Ebenfalls gegen Regimekritiker in Bahrain wurden demnach Finn-Fischer-Trojaner von Gamma International eingesetzt. Das sei lediglich eine gestohlene Demo-Version, behauptet Gamma. Beim Sturm auf Ägyptens Geheimdienstzentrale im Jahr 2011 sollen allerdings Vertragsangebote von Gamma gefunden worden sein. Mit dem elektrischen Reporter möchte Geschäftsführer Martin Münch nicht sprechen. In anderen Medien hat er neulich angekündigt, nun einen Menschenrechtsbeauftragten einzusetzen. Die Rolle will er selbst übernehmen. Trovicor gibt sich ratlos, wieso man überhaupt auf der Liste von Reporter ohne Grenzen gelandet ist. Kunden will die Firma weder dementieren noch bestätigen. Ein Interview gibt es auch hier nicht. Man schreibt uns aber: Trovicor beliefert keine Länder, die sich im Bürgerkrieg oder in bürgerkriegsähnlichen Zuständen befinden oder für die solche Umstände vorhersehbar sind. In schwer einschätzbaren Fällen entscheidet Trovicor gegen eine Belieferung. Missbrauch verhindern soll auch eine Schutzklausel in den AGBs, in denen die Kunden sich zur Einhaltung von Menschenrechten verpflichten. Zudem sagt Trovicor, halte man sich an alle Exportgesetze. Das stimmt vermutlich sogar. Denn Exportkontrollen wie für Waffen gibt es für Überwachungstechniken nur bei sogenannten Gütern mit doppeltem Verwendungszweck, militärisch und zivil. Das betrifft Software, bei der etwa Kryptographie im Spiel ist. Zivile Zensur und Schnüffeltechnik aber fällt durch dieses Raster. Darum fordert Reporter ohne Grenzen allgemeine Exportkontrollen. Die Kritiker sehen das Wirtschaftsministerium und die Partei, die dort den Minister stellt, als Bremser. Aber selbst in der FDP kann sich mancher vorstellen, dass man die Richtlinien für Softwareexporte überdenkt. Ich bin der Meinung, sofern in irgendeiner Form irgendein Zweifel bestehen könnte oder kann, dass so eine Software zum Aushorchen von Bürgerinnen und Bürgern benutzt werden kann, sollte das einfach unterbunden werden, dass diese Software ausgeliefert wird. Für den Internetaktivisten Jacob Applebaum geht es beim Umgang der Deutschen mit ihrer Überwachungsindustrie nicht nur um Gesetze. Technik darf man nicht moralfrei betrachten, findet er. Diese Leute sind Feinde der Menschenrechte im Dienste des Profits. An der Stelle vergleiche ich sie mit der deutschen HOMAG,
Denn Thomas Watson und IBM wussten während des Zweiten Weltkriegs genau, wofür die Lochkarten benutzt wurden. Es geht nicht um neutrale Technik, um neutrale Mathematik, sondern um Profit und wenn er Menschenleben kostet. Ein harter Vergleich. Deutschland wird ihn aushalten müssen, solange Überwachungstechnologie made in Germany bei repressiven Regimen landet. Herr Schmidt-Einbohm, helfen nationale Gesetze überhaupt bei der Bewältigung dieses Themenkomplexes Schnüffelei im Netz? Also in der Bundesrepublik würden nationale Gesetze schon eine große Eindämmung bedeuten, weil er nicht nur diese beiden da zitierten Münchner Firmen, sondern auch so ein Weltkonzern wie Rohde und Schwarz, der Überwachungstechnik überall hin lieferte, zu Saddam Hussein, zu Gaddafi, nach Usbekistan. Aber das heißt, wenn man da von Seiten der Bundesrepublik darauf verzichten würde, dann könnte man schon erhebliche Riegel vorschieben. Die Problemlage ist eine andere. Darf ich die Zwischenfrage stellen? Den Riegel natürlich nur, was unser Territorium betrifft. Dann gehen die Firmen wenige Kilometer weiter und produzieren dort. Es würden möglicherweise schwedische oder amerikanische Firmen den Markt besetzen. Aber das kann uns doch davon nicht abhalten, eine vernünftige moralische Politik zu machen. Mhm. Die Problemlage ist sehr viel größer. Ja. Weil, wenn ein Staat wie Oman sagt, wir brauchen neue Telekommunikationssysteme, Richtfunkmasten, Kabel, Leitungen und Siemens bietet darauf, dann sagt Oman, und die Abhörtechnik müsst ihr aber bitte gleich mit einbauen, sonst kriegt ihr den ganzen Auftrag nicht. Und dann macht Siemens das, nimmt Rot und Schwarz mit ins Boot. Also es geht nicht nur um diesen schmalen Sektor unmittelbarer Abhörsysteme und der winzigen Software-Ecke da drin, sondern es geht darum, dass man keine Chance hat als Generalunternehmer in Diktaturen, wenn man die Abhörtechnik nicht im Rucksack mitbringt. Für die Lieferung von Waffen gibt es solche Gesetze? Gibt es auch Institutionen des Staates, die dann dem zustimmen müssen oder es ablehnen können? Das gibt es im Bereich der Datenwelt noch nicht. Das gibt es für so große Überwachungssysteme schon. Ja. Aber auch da wird viel hinter den Kulissen gespielt, weil der natürliche Ansprechpartner im Oman zum Beispiel, um an solche Systeme zu kommen, ist der Resident des Bundesnachrichtendienstes in dem Land. Dem wird gesagt, wir hätten gern, ihr habt doch, fädeln mal ein. Mhm. Und so läuft das über Jahrzehnte, dass mithilfe unseres Auslandsnachrichtendienstes die deutsche Industrie Aufträge von ganz fragwürdigen Staaten bekommt. Mhm. Frau Tangens, wir haben jetzt in den vergangenen Minuten sehr viel Negatives sozusagen über das Datennetz, seine Anwendung gesagt. Gibt es auch was Gutes? Beim Netz? Ja, natürlich, klar. Also unsere Recherchen zum Beispiel für die Big Brother Awards, den Datenschutz-Negativpreis, wären natürlich erheblich schwerer, wenn das Netz uns nicht zur Verfügung stehen würde, wenn wir nicht darüber so viele Informanten auch gewinnen könnten, die davon erfahren, was wir tun und uns dann aber oft nicht übers Netz kontaktieren, sondern vielleicht per Post oder persönlichem Treffen. Letztendlich, in Ihrer Arbeit werten Sie auch Daten aus, die Menschen unter ganz anderen Gesichtspunkten eingestellt haben. Ja, selbstverständlich. Und man kann natürlich auch immer ein System dort mit den eigenen Waffen schlagen. Also zum Beispiel über RFID, Radio Frequency Identification, das, was wir Schnüffelchips nennen. Also eindeutige Nummer wird gefunkt über Meter Entfernung. Darüber gab es geheime Dokumente beim MIT auf dem Server. Die hat man abfragen können, indem man eingegeben hat RFID und Confidential, also geheim. Und mit diesen beiden Suchworten konnte man dann die geheimen Dokumente bekommen. Also das Datensammeln hat durchaus verschiedene Facetten im Netz, wenn ich das so sehe. Ich möchte Sie noch fragen, hat Sie denn dieser NSA-Komplex überrascht? Haben das die Fachleute nicht alles gewusst? Die Fachleute haben es alles gewusst. Mein Kollege Matthew Haidt hat 2009 das jüngste Buch über die NSA geschrieben. Da steht alles drin. Ein anderer Kollege, Sascha Adamek, hat sich die Facebook-Falle vorgenommen und die Vernetzung zwischen Nachrichtendiensten und Facebook sehr deutlich vorgezeichnet. Das hat alles keinen großen Skandal ausgelöst, obwohl es auf dem Buchmarkt in der Bundesrepublik einfach nachlesbar war. Haben Sie eine Erklärung, warum das jetzt so großes öffentliches Interesse erlangt hat? Ja, weil Herr Snowden zu einer gigantischen Gefahr für das Ansehen der Vereinigten Staaten und zu einer massiven Waffe der chinesischen Gegenpropaganda geworden ist. So funktioniert dann Politik wieder mit dem Netz und dem weltweiten Datenklau, Ausschnüffeln, aber auch der positiven Nutzung. Ich darf mich für Ihre Beiträge bedanken und zur Einordnung des Themenkomplexes. Herzlichen Dank und einen guten Heimweg.
Meine Damen und Herren, wir haben über das Datensammeln der Geheimdienste gesprochen und gefragt, was geschieht mit den riesigen Mengen, die abgegriffen, gespeichert, ausgewertet werden. Christian Sievers, ZDF-Korrespondent im Nahen Osten, zeigt in einer Dokumentation den geheimen Kampf, den Israels Auslandsgeheimdienst Mossad gegen Irans Atomprogramm führt. Er zeigt die spezielle Motivation der Mossad-Agenten und ihr Operationsschema, das sich über spektakuläre Aktionen zurückverfolgen lässt. Israel und Iran im Schattenkrieg.